Hallo und herzlich willkommen bei Eurogames, Freunde. Heute mit einem weiteren Vlog mal aus meinem Leben, wenn man das so sagen kann. Und zwar besuche ich heute den Leon. Ich fahre im Moment nach Stuttgart. Der Leon ist in Stuttgart, das heißt, wir treffen uns dort. Finde ich ganz geschickt. Ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart, brauche da ungefähr erst eine Dreiviertelstunde hin zum Fahren. Und ich hoffe, dass ich in keinen Stau reinkomme. Da kommt schon eine Spaß, die überhol mich. Und wird bestimmt ein ganz cooler Tag. Mal schauen, was wir machen. Deswegen dachte ich, ich nehme einfach die Kamera mit und zeige euch einfach, was wir machen. Und ich denke mal, wir sehen uns danach. Bis dann. Guck mal, Arschleon, Alter. Hat eine scheiß Jackscap auf. Alter, Maul. So, Leute, wir sind jetzt im KFC in Milaneo. Hier ist der Leon. Nein, richtiger Spaß. Ja, wir haben uns mal ein bisschen gegönnt hier. So, das ist Leons Zeug. Das ist, ja, das alles ist unser Zeug, das haben wir zusammen, ja? Nein, da haben wir hier noch irgendwie was gekauft. Ja. So, ja, wir gönnen uns das erstmal. Bis später. Jo. Ja, ich hab's jetzt fast. Fast? Aha. Also, wir sind jetzt hier, weil okay, ich hoffe mal, dass... Alles klar! ja, also, ich hoffe, die Kamera ist jetzt richtig. Sehen Sie einen Markt? Du kannst das selber so. Ja, ich sehe das aber nicht so. Na, egal. Also, wir sehen jetzt hier einen Markt, wie er sich ein Ticket kauft. Hat er, also schon gerade schon am Bahnsteig. Ich habe das natürlich schon getan, weil... Ja, er. Also, da war gerade ein freier Automat. Alles klar. Ja, wir wollen jetzt nach Bad Cannstatt. Ist das richtig? Ja. Ja. Wie gesagt, wir haben gerade gegessen. Es war ganz lustig. Was tust du mit der Kamera? Ja. Wir sehen uns später nochmal. Wirklich? Ich mach das jetzt auch so cool. Schauen wir ein wenig Leon zu. Ey, du sollst hier nicht Schleifwerbung machen. Moment, hier steht nur ein Liter. Ja. Also hier steht zwar plus 1, 16.24 Uhr plus 1, das haben wir 16.30 Uhr. Ich glaube, Stuttgarter Verkehrsverein kann nicht rechnen. Ja. Wenn wir mal gelaufen. Wenn wir mal gelaufen, ja. Mitten in Stuttgart und wir haben keinen Plan, was wir tun sollen, weil sich irgend so ein Spaß vor die S-Bahn wirft. Ist das zu fassen? Richtig. Ist das zu fassen? Wir haben es ungefähr eine Stunde gebraucht, um wieder hier zu sein. Ja, das stimmt. Also wir haben für einen 4-Minuten-Weg dreiviertel Stunde gebraucht. Weil keine Züge mehr gefahren sind. Ist das GEMA-freie Musik? Weiß ich nicht. Bestimmt. So scheiße wie es ist. Strike, Jungs. Strike. Nee, ich hab in Amerika im Urlaub. Was kam im Stadion? Ich habe irgendwas von Bruno Mars und genau. Ich habe keinen Strike dafür bekommen. Das ist doch voll geil. Kopfnicken. Ja. Und jetzt kommt hier Moment. Leon Hall exklusiv. Moment, ich muss mal hier den. Also, wir haben ja erstmal gelbe Schnitte. Gelbe Schnitte. Gelbe Schnitte. Ja, alles klar. ich habe mir Schuhe gekauft. Dürfte mal die Größe erraten. Ich dachte gerade, das wäre ein Herz. Das ist Adidas Zeichen. Ja, ich brauchte mal neue Schuhe. Und ja, das war's eigentlich schon. Schön fürs Zuschauen. Geilster Haul. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Das Liken, favorisieren, abonnieren. Favorisieren. Ja, warte, es geht ja noch weiter. Ja, dann haben wir noch weiter den DM-Haul. Ja, habe ich einmal gutes. Ein Liter Wasser von der Marke. Ein Liter. Fürstlauer ohne, ohne. Also, das ohne steht für ohne Kohlensäure. Oh, wirklich? Steht natürliches Mineralwasser drauf, kann ich euch nur empfehlen. Nehme ich immer für mein Gesicht. Nur das probieren natürlich. Probieren wir natürlich jetzt mal ganz kurz. Moment.
schmeckt auf jeden Fall wie Wasser. So behindert. Echt? Ja, kann ich nur empfehlen. Kostet 95 Cent. Also für 95 Cent, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, kauft euch das bei DM. Dankeschön fürs Zuschauen. Cheers. So Leute, das war auch schon der Tag in Stuttgart mit dem Leon. Der wird es heute gleich zurückfahren zu seinem Kumpel. Ja, Pascal, wo willst du hin? Marbach. Marbach. Kenn ich sogar nicht. Kenn ich nicht. Das ist ein ziemlich kleines Kaff, aber egal. Ja, als ob ich in einem großen Kaff und ich bin auch in einem kleinen Kaff. Das heißt, Baden-Württemberg. Das heißt, ich fahre jetzt auch gleich wieder nach Hause. Ja, mit dem Auto übrigens. Aber er hat getrunken. Also. Was? Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Übrigens, rechts von uns war gerade das Haus der katholischen Kirche. Oh, Digga. Mormonen-FTW. Das ist was komplett anderes. Ja, Digga. Nein, also ich meine, Mormonen verdummen, ja, katholisch sind scheiße. Alles klar. Also dann war natürlich ein Spaß, ja. Das würde ich mal also sagen. Ich wünsche euch allen einen guten Flutsch und Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wahrscheinlich nicht mehr. Ja, genau. Es wird vielleicht noch ein Video kommen, wo ich so eine Abschlussbilanz von dem Jahr ziehe, was genau sehr positiv ausfällt. Ja, es geht. Ich fand es jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Du hast keinen Spaß. Hab ich leider kennengelernt. Oh. Alles klar. Belastend. Nein, also werdet mal aktiver auf World of Nerds. Ja, ich schreibe da mal mit mir selber. Ich meine, das kenne ich zwar auch, aber naja. Ihr wisst ja, ne? Also hier Geschenkidee fürs neue Jahr. Kannst du mal blobben. Da, rechts. Oh, da. Also, keine Ahnung, was es war. Egal, tschüss.